Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Heute mit der Frage, muss ich immer zu meinem Gegner, zu meiner Gegnerin nett sein? Klingt super verrückt die Frage, aber ich habe die schon so oft bekommen und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach darüber mal ein YouTube-Video. Es sind relativ einfache Antworten, deswegen das Video wird auch nicht allzu lang werden. Ich meine, es kommt drauf an, ist die Antwort. Es kommt drauf an, was bist du für ein Typ? Was ist dein Ziel heute? Was ist dein Motiv? Okay, gehen wir einmal durch. So, du fängst heute an zu spielen, gehst auf den Platz, dein Ziel ist es zu gewinnen. Dann sollte dein Fokus darauf liegen, zu gewinnen und nicht deinem Gegner zu gefallen. Ja, so einfach ist das. Ja, viele fangen dann an mit Handschlag und hey, wie geht's dir, wo hast du gespielt und ach ja, der Wind ist ja heute so, ob wir da was treffen und so weiter und dann geht's schon los, bla 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 bla. Dann gibt's andere Typen, die gehen aber einfach auf den Platz, die laufen auch wirklich immer in einem Abstand von 4 Meter auseinander zum Platz, weil die wollen gar nicht mit dir reden, ja. Und da geht's einfach darum, was willst denn du überhaupt? Ja, klär erst mal, was willst du? Hilft dir das, wenn du vorher mit dem Gegner redest, weil du ein bisschen locker wirst, oder hilft's dir nicht? Ich würde dir empfehlen, schau, dass du es schaffst, ins Match reinzustarten, ohne mit dem Gegner zu reden. Ja, weil wenn der nicht mit dir reden will, dann hast du ein Problem. Ja, also versuch, wenn er mit dir reden will, ja, würde ich dir vorschlagen, quatsch ein bisschen mit ihm, sei locker, ja, mach ein, zwei Witze, aber übertreib das Ganze nicht. Ja, quatsch nicht über, hey, ich habe dein LK-Profil gesehen und ich habe gesehen, du hast die und die Matches gewonnen. Too much, ja, viel zu viel. Sondern einfach ganz lockeren Smalltalk, ein, zwei Sätze und dann ab auf den Platz einspielen. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, habe schon alles probiert. Ich meine, wenn du sagst, du hast ein Match, da geht es nicht um wirklich was. Ja, du willst was ausprobieren oder was auch immer. Ja, dann kannst du schon locker sein. Aber wenn du als Motiv hast, das wäre jetzt ein Thema für ein neues YouTube-Video, was ist dein Motiv beim Tennisspielen? Willst du gewinnen? Willst du gut ausschauen? Willst du schwitzen? Willst du abnehmen? Willst du einfach gute Zeit haben? Das ist ganz wichtig. Je nachdem, was dein Motiv ist, so solltest du dich auch verhalten. Aber wenn du gewinnen willst, ja, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn du so ein bisschen in dir selber bleibst. Ja. Ein sehr bekannter Basketballer hat das mal vor kurzer Zeit in einem Interview gesagt, war sehr, sehr spannend. Der gesagt, 20 Minuten bevor er rausgeht auf den Court, einer der besten Basketballer, aktuell noch aktiv, aller Zeiten. Er sagt, 20 Minuten bevor es losgeht, geht er raus. Und da braucht ihn keiner mehr ansprechen, da braucht ihn auch keiner mehr anlangen, weil da ist er ein Biest. Ja. Er ist eigentlich ein ganz netter, aber wenn er dann auf dem Court ist, egal ob das Basketball, Tennis, Fußballcourt dann ist, für dich jetzt auch ganz wichtig, dann ist der ein Biest, dann lässt er sich von keinem was sagen. So, ich sag nicht, dass das die beste Einstellung ist, ja, für ihn funktioniert es sehr, sehr gut, aber was wahrscheinlich nicht gut funktioniert, ist zu nett zu sein. Also zurückzukommen auf die Frage, muss ich immer nett sein zu meinem Gegner? Nein, musst du nicht. Ja, ich sehe das bei Frauen vor allem ganz viel, die kommen dann ins Tratschen und während der Wechselpause fangen die an zu ratschen und so weiter. Wir wollen ja Sport machen, ist ja schon Konkurrenzsport, wahrscheinlich einer der beliebtesten und ja auch anspruchsvollsten Konkurrenzsportarten, was einfach 1 gegen 1 ist. Und da dieses Quatschen die ganze Zeit, dieses Netzsein und hier hast du die Bälle und ich schieße dir die Bälle nicht rüber, ich bringe sie dir über die Netzkante auf deinen Schläger. Ja, also man muss einfach nicht zu nett sein. Ja. Du brauchst eine gute Körpersprache, du musst selbstbewusst sein, aber dieses Quatschen, ja, wenn das deine natürliche Art ist, okay, aber normalerweise fahr das Ganze ein bisschen runter, sei locker, fühl dich wohl, sei dir sicher, was dein Motiv ist. Ja, wenn du gewinnen willst, weniger quatschen, wenn du Spaß haben willst, ist ein lockeres Turnier, ist ein lockeres Match. Klar könnt ihr da quatschen, ja. Also so viel dazu, vielleicht hat es dir geholfen, dann lass hier einen Daumen nach oben da. Und wenn du mal willst, dass wir über deine Schwachstellen reden und schauen, was dir noch fehlt, um aufs nächste Level zu kommen, dann trag dich hier unter diesem Video für die Schwachstellenanalyse ein, klick auf den Link und dann quatschen wir mal miteinander. Mach's gut, bis im nächsten Video.